Hollywood hat fertig, das wissen wir nicht erst seit Weinstein. Hollywood hat fertig. Die Traumfabrik ist zu einer Volkserziehungsfabrik geworden. Das gutiert der Fan nicht. Er will keine Filme sehen mit einem britischen König, der schwarz, behindert, im Rollstuhl und schwul ist. Nein, wollen Leute nicht. Sie wollen Helden sehen, sie wollen den Alltag vergessen. Und diese ganzen Endorsements, auch der Musikindustrie, Taylor Swift, J.Lo, auch das will er nicht. Und um ganz ehrlich zu sein, obwohl ich denke, dass Trump besser wäre für diese Welt, mir macht das auch nicht viel, wenn Dirty Harry sagt, Trump wäre besser oder irgendein anderer Schauspieler. Ich gehe ins Kino, um ja eben diese Scheiße, die ihr uns bietet, zu vergessen. Mal nur für 90 Minuten. Das ist der Plan. Den zerstört ihr mit sehr viel Energie. Und wenn die Fans euch dann sagen, wisst ihr was, wir haben jetzt aber die Schnauze voll, dann beschimpft ihr sie noch. Aber das gehört auch zum Programm, die Beschimpfung derjenigen, die euren Lifestyle finanzieren. Und der ist ja jenseits von allem, was der Normalbürger sich jemals leisten könnte. Naja. Und da sind die Skandale dann, die kommen noch obendrauf. Eben nicht nur mit Weinstein, diesem bösen, weißen, alten Mann, sondern auch mit dem bösen, alten, schwarzen Mann. Das wäre dann nämlich Bing Crosby, der vorher jahrzehntelang den schwarzamerikanischen Traum vermittelt hatte. Für die Frauen allerdings war der Mann ein Albtraum. Und ich dachte schon immer, das ist eine Sache, die nicht erst seit den 70ern oder 80ern so passiert. Hollywood war immer so. Die Traumfabrik ist eigentlich in der Realität eine Albtraumwelt. Und jetzt kommt das nach oben, was, denke ich, in der deutschen Mainstream-Presse wenig Widerhall gefunden hat. Denn das steht wiederum diesen ganzen Endorsements gegenüber von Taylor Swift und anderen. Und auch dieser komischen Sendung mit Oprah Winfrey, die dort Kamala Harris mit Teleprompter vorführt, wo diese Harris eigentlich wirkt, als ob sie entweder unter Drogen steht oder komplett besoffen ist und immer wieder den gleichen Mist wiederholt und die Damen, die Oprah Winfrey mögen, alle andächtig da sitzen. Das ist ja schon ein Brainwash. Aber das steht dem entgegen, was jetzt in der Musikbranche passiert, denn die PDP Diddy oder wie der Produzent auch heißt, das ist nicht irgendwer. Der ist 900 Milliarden, Millionen, Entschuldigung, Dollar schwer. Der hat 50 Millionen Dollar Kaution ausgelobt, wenn sie ihn denn nur in Freiheit ließen, die abgelehnt worden ist, was auch zeigt, wie schwer die Vorwürfe sind. Das sind übrigens die gleichen, die die Tate Brothers um die Ohren gehauen, gekriegt haben. Zumindest einige, ne? Menschenhandel, Pädophilieverdacht, ja, Kindermissbrauch, Missbrauch Minderjähriger. Und setzt die ganze Liste mal fort. Und P. Diddy wurde fotografiert mit allen möglichen Granden der Politik, der Wirtschaft, des Showbiz, die jetzt natürlich, denen rutscht das Herz in die Hose, ne? Denen rutscht das Herz in die Hose. Und dann mal so ein amüsantes Detail, wenn du zum Beispiel Epstein Island, da ist ja immer noch nichts rausgekommen, richtig bei dem Kerl, genauso wenig wie bei der Akte Dutroux in Belgien. Weinstein, da sind ja einige Sachen schon klarer, aber okay, diese ganzen Sachen, da gibt es überhaupt keinen Vorausgang. Aber in Amerika, da brennt jetzt echt die Musikbranche. Und den Leuten, die sich mit ihm abgegeben haben, denen brennt die Hose. Denn was dort
jetzt aufgedeckt wird, übersteigt die Vorstellungskraft eines normalen Menschen. In dieser Welt, wo plötzlich Mann, Frau, Frau, Mann ist, wo und wo ernsthaft Leute darüber diskutieren, was ist eine Frau? In dieser 1984-Welt, in der dir ein X für ein U vorgemacht werden soll. Und ich bin sehr gespannt, wie das nun weitergeht mit P. Diddy, 900 Millionen Dollar schwer, lavish Lifestyle und nicht nur das, sondern dekadent, verdorben, kriminell und absolut ekelhaft. Und in einem weiteren Vlog werde ich euch mal ein Video vorspielen mit Justin Bieber. Natürlich kann man immer viel rein interpretieren, aber wenn man diese Aufnahmen so sieht, dann denkt man, oh wow, ja, oi, oi, oh hui. Und dann ist man schon sehr gespannt, wer dort alles enttarnt werden wird. Denn diese ganze Geschichte von Kindesmissbrauch, Entführungen, Kinderhandel, Menschenhandel, wer immer das auch anfasst, der lebt ein echt gefährliches Leben. Aber ich hab's bis dahin echt. Denn wenn die Schwächsten der Gesellschaft zum Opfer der Stärksten der Gesellschaft werden, dann müssen endlich mal Konsequenzen folgen. Richtige Konsequenzen.